Schuli unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Hallo und Servus zusammen. Auf die heutige Episode freue ich mich ganz besonders. Schließlich bin ich ja nicht nur Podcaster, sondern auch Musiker. Und das schon fast mein ganzes Leben lang. Heute geht's um den legendärsten Musikclub Kärntens, vielleicht sogar Österreichs. Nämlich um das Bluesiana Rock Café in Velden am Wörthersee. Und um die ebenso legendäre Betreiberin Gudrun Kofler. Eine ganz besondere Frau, die sich ganz der Musik verschrieben hat. Und das schon vor mehr als 40 Jahren. Eine Frau mit einem ganz besonderen Durchhaltevermögen. Und eine Frau, die in der Musikwelt von Los Angeles bis weiß der Geier wo sehr geschätzt wird, wegen dem, was sie alles für die Musik und ihren Club tut. Es war definitiv kein kurzes Gespräch, das wir beide geführt haben, und es ist dadurch ein echter XXL-Podcast entstanden. Allerdings kann ich euch garantiert versprechen, es ist keine Minute langweilig der Lebensgeschichte von Gudrun und ihrem Baby, dem Bluesiana Rock Café in Velden, zu lauschen. Ihr werdet eine Menge Geschichten von großen Stars erfahren, die alle bereits schon im Veldener Konzertkeller Kofler, wie er auch früher einmal hieß, aufgetreten sind und die alle immer wieder gerne an den Wörthersee zurückkehren, damit die Fans die Musiker dort in echter Wohnzimmeratmosphäre genießen können. Also, schenkt euch einen guten Drink ein, macht's euch gemütlich und hört euch die Geschichte und Geschichten vom Bluesiana Rock Café an. Also, hier kommt ein echtes Kärnten-Highlight. Viel Spaß mit der Episode Bluesiana Rock Café Velden am Wörthersee. Wünschen Genussland Kärnten, Region Wörthersee-Rosenthal, Kelag, die Kärntner Raiffeisenbanken und Global Lighting. Ja, ich sitze hier im Bluesiana Rock Café in Velden. Wahrscheinlich eines der legendärsten Musikclubs Österreichs, in dem schon so viele Stars der Blues- und Rockszene aufgetreten sind. Die Betreiberin dieses phänomenalen Clubs heißt Gudrun Kofler und ist genauso einmalig wie das Bluesiana Rock Café in Velden selbst. Liebe Gudrun, schön, dass es geklappt hat und dass du ein bisschen Zeit gefunden hast, mit mir heute über deinen Club und über dein Leben zu plaudern. Ja, danke für die netten Worte. Ich bin auch schon ganz gespannt und freue mich vor allem über die Einladung und ein bisschen zu plaudern mit dir. Ich freue mich auch. Und wir sitzen ja hier im Bluesiana. Heute ist draußen etwas regnerisch und die Gudrun hat es hier so gemütlich gemacht. Die hat hier diesen wunderbaren großen Kamin eingeheizt. Es ist eine ganz besondere Stimmung herin. Und ja, das Lokal verbreitet das sowieso seine eigene Stimmung hier. Ja, wie würdest du denn eigentlich selbst dein Lokal beschreiben? Das Bluesiana ist gewachsen. Das ist etwas ganz Besonderes und für mich ist es, und nicht nur für mich, sondern für viele andere, vor allem Musiker, Musikliebhaber, ist es ein Tempel mittlerweile. Ein Tempel. Es ist tatsächlich ein Tempel der Musik. Und die wenigen, die es nicht kennen, es ist ja ein richtiges Live-Lokal. Hier werden Live-Konzerte absolviert von ganz, ganz tollen Künstlern. Da kommen wir dann gleich noch einmal in Ruhe drauf. Ja, ich hoffe ja heute, dass ich von dir einige spannende Geschichten und Anekdoten ein bisschen dir entlocken kann. Wann hast du denn überhaupt mit deinem Club angefangen und wie kam es überhaupt zur Idee, einen Musikclub zu eröffnen? 1986 hat es das erste Konzert gegeben. Also im November 1986, das sind jetzt 38 Jahre, jetzt gehe ich schon bald ins 39. Jahr. Und davor war ich 12 Jahre im Ausland und habe auch immer wieder mit Musik zu tun gehabt, also mit Musikern. Und dann bin ich heimgekommen. Es hat halt verschiedene Umstände gegeben, dass ich dann da hergekommen bin wieder und mit meinen Brüdern haben wir gedacht, was machen wir denn? Wo warst du im Ausland? Von Frankreich bis also Deutschland, Kanada, England. Wow. Also England, London eigentlich. Man sagt immer England, aber ich war nur London. Ja, dann bin ich dahergekommen und dann haben wir geschaut für ein Fenster zur Welt. Jung und ich habe mir gedacht, wow, Velden. Und alle haben geredet von Velden und Velden und irgendwie ist mir da trotzdem was abgegangen. Und die Musik, Rock, Blues und Jazz hat mich immer schon interessiert. Warum, weiß ich nicht, aber das war so in meinem Blut drinnen. Und das hat mich
Überall, wo ich war, bin ich in diese Clubs gegangen. Das wollte ich gerade fragen. In der Zeit, wo du im Ausland warst, hast du da selber immer Clubs besucht? Immer, ja. Also in jeder Stadt, wo ich war und die Möglichkeit gehabt habe, bin ich in irgendeinen Live-Club gegangen und habe mir auch Live-Konzerte angeschaut. Kleinere, größere. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und so ist es dann entstanden, dass wir da mit meinen Brüdern, also wir, meine zwei Brüder und ich, wir haben dann geredet und gesagt, was können wir machen? Und mit einem anderen Freund ist das zustande gekommen, dass wir gesagt haben, probieren wir mal eine Live-Musik. Und das allererste Konzert war mit Ali Gagel. Und das war eben 1986. Und von da an ist das so wie, manche sagen, wie Blutlecken. Man hört und war das schon hier? Das war schon da. Das ja, war schon genau. Da. Das Lokal gibt es ja noch länger. Wie bist du denn dann zu dem Lokal gekommen? Über die Eltern, das hat ja den Eltern gehört. Ah, das hat den Eltern gehört. Ja, genau, genau. Und das Lokal gibt es noch länger, das war vorher auch schon ein Lokal. Das war vorher auch schon ein Lokal, das hat irgendjemand anderer gebaut und der hat dann einen schweren Unfall gehabt und meine Eltern haben dann gesagt, ja, okay, sie kaufen das. Und es war immer irgendwie Musik herunten. Wow. Es war von Tanzmusik und Unterhaltungsmusik, immer. Irgendwie war immer live da, herunten Live-Musik. Hast du dann von Anfang an schon gedacht, dass das so ein wirkliches festes Ding werden kann oder war das eigentlich nur mal für ein paar Konzerte geplant oder wolltest du dir da wirklich was aufbauen? Ja, eigentlich wollte ich mir was aufbauen, weil das erste Konzert war schon erfolgreich und das dritte war ja schon mit einem internationalen Act und irgendwie war das sowas von schön und die Leute waren so begeistert, dass ich mir gedacht habe, das muss man weitermachen, das ist was Besonderes und so. Ich schaue gerade zur Bühne, so über deine Schulter rüber, eine legendäre Bühne, war da auch schon damals die Bühne? 1986? Nein, es sind dann immer kleine Veränderungen passiert. 1986 war so eine Bretterbühne. Ja. Das ist ein Podest halt als Bühne. Und das Lokal war irgendwie noch hergerichtet wie so ein Speiselokal. Mhm. Natürlich nicht zu den Konzerten, da wurde ein bisschen umgeschoben und so weiter. Und dazwischen war dann noch eine Wand, die ist dann irgendwann mal haben wir aufgemacht. Und ja, und dann ist die Bühne immer vergrößert worden und auch stehen geblieben. Und dann war es einfach schon ein Musiklokal. Aber ich glaube, es hieß nicht von Anfang an Bluesiana, es hat einmal einen anderen Namen gehabt. Der erste Name war Rendezvous. Rendezvous? Ja, das war der Vorgänger, der hat es so getauft, das Rendezvous. Und dein erstes Konzert war das noch unter diesem Namen? Nein, dann hieß es, weil es dann so wie ein Weinlokal war mit Schrammelmusik und so, war das Husarenkeller, hat das geheißen, mit burgenländischen Weinen und so damals. Und das heißt, das erste Konzert war noch unter Husarenkeller. Mhm. Ja, weil es war ja eine Kegelbahn, die gibt es ja noch, nur wird sie nicht betrieben, war eine Kegelbahn auch. Und dann haben wir gesagt, ja, wir suchen ein Logo. Und dann haben wir halt K und K und K genannt für Kegeln, Konzerte und Küche, weil wir ausgekocht haben. Aha. So war das am Anfang. Also nichts mit Kofler, das ist nichts, es war Kofler drin. Nein, am Anfang nicht, aber dann haben wir gesagt, das passt aber auch für die drei Kofler, eben Kofler Ernst, Kofler Günther, Kofler Gudrun. Und dann haben wir gesagt, das passt auch für Konzerte und so ist das entstanden. Also KKK. KKK, Konzert und dann eben Konzertkeller Kofler, ganz zum Schluss. Und dann haben wir einmal eine Band gehabt, die wollte irgendwie nicht da rein. Die waren aber nur auf Besuch. Das waren Musiker von Bob Marley, die haben keinen Auftritt gehabt. Denen ist nur empfohlen worden, dass sie da vorbeischauen sollen, wenn sie auf der Durchreise sind. Okay. Und dann sind die da einer und haben dann, sie wollten nicht einer. Wegen dem K, K, K. Dabei sind wir ja K und K. Ja, und ja. K ist ein Unterschied. Aber war einmal K vielleicht für den nicht zu viel? Es war ein K zu viel. Denn das bedeutet was anderes. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, wir sind in Österreich und wir sind nicht in Amerika und wir haben überhaupt nicht an sowas gedacht. Ja. Aber okay, mein Bruder hat dann gesagt, dann müssen wir das irgendwie ändern. Und dann sind wir auf Bluesiana, weil wir damals zu der Zeit sehr viel Live-Musik aus New Orleans gehabt haben. Sehr viele bekannte Musiker aus der Szene New Orleans. Und dann haben wir gesagt, Louisiana und Bluesiana, das passt, wir nennen es Bluesiana. Am Anfang haben viele Leute damit nichts anfangen können, mit dem Namen Bluesiana. Wenn man in Felden gefragt hat, wo ist das Bluesiana, hat keiner gewusst. Dann haben sie gesagt, KKK, ah ja, das ist da unten. KKK war das so in den Köpfen drinnen. Deswegen gibt es heute noch ein Zeichen von KKK oben wie an der Wand. Wie lange war das dann unter dem Namen?
Na, das war sicher, wie lange gibt es das Plusianer jetzt, müsste ich sagen, das wird wahrscheinlich 2000 gewesen sein. Seitdem gibt es das Plusianer. Okay. Ja, und diese Musiker da von Bob Marley, die haben also gemeint, das hat irgendwas mit Kuckucksklan zu tun. Ja, genau. Gell? Und es sind auch noch andere. Es gibt ja jetzt auch eine Geschichte. Es ist einmal der Entdecker von Jimi Hendrix gekommen, der Curtis Knight. Bei dem hat der Jimi Hendrix in der Band gespielt. Mhm. Und damals noch mit Anzug und Krawatte, weißes Hemd, ganz brav, der Jimi Hendrix. Jedenfalls eben den Curtis Knight haben wir da gehabt. Und der hat sich aber dann drunter fotografieren lassen unter dem KKK und hat gesagt, boah, ich habe im KKK gespielt. Das war dann irgendwie manchmal so wie ein Running Gag. Manchmal Ach so. Haben sie sich sogar darunter fotografieren lassen. Und haben das dann natürlich verstanden, dass das damit nichts zu tun gehabt hat. Aber um diesen Diskussionen auszuweichen. Und ich glaube, Luciana, das ist dann so ein Name, der ist... Passt perfekt. Passt perfekt und mittlerweile ist er weltbekannt. Du hast ja auch viel Bluesmusiker auch, ja? Herin? Ja, sehr viel Blues. Und wie du sagst, Louisiana, ein bisschen das amerikanische Feeling auch herin. Oft. Mhm. Also kann man sagen, jetzt seit Anfang 2000 circa der Name Louisiana. Louisiana, so genau weiß ich es nicht, aber 2000 wird es gewesen sein, ja. Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Im Herbst, du darfst das Rosental erkunden. Im Herbst, du darfst den Wörthersee umrunden. Im Herbst, du darfst die goldene Zeit erleben. Nirgends ist es schöner. Hm? Eben! Region Wörthersee Rosental. Immer ein Erlebnis für alle Sinne. Ah, ich glaube, ich bin im Paradies. Ich auch. Prost! Herzlich willkommen in der Region Wörthersee Rosental. Ja, ich muss sagen, ich bewundere es natürlich schon unglaublich, wenn du jetzt gesagt hast, seit 1986 dein erstes Konzert, diese lange, lange Zeit, dass du das geschafft hast, über so lange Zeit dieses Kultlokal am Leben zu erhalten, das ist ja eine Wahnsinnsleistung. Da gebührt dir mein ganz, ganz großer Respekt. Ja, gebührt mir. Danke. Weil es ist nicht so einfach, aber es ist, weil es Kult ist und weil es ganz was Besonderes ist. Und es hat schon viele Phasen gegeben, wo ich es besonders schwer gehabt habe. Aber es sind immer wieder Musiker gekommen aus der ganzen Welt, die da reingekommen sind und gesagt haben, wow, und das ist sowas Besonderes. Und sie, I can feel the vibes, ich spüre die Schwingungen da herunten, weil die sind ja drinnen. Wenn das Leben alles Schwingung ist und Musik dadurch auch so wichtig ist für die Menschen, egal welche Richtung von Musik, schwingt das ja alles da herunten und das spüren so besondere Menschen wie eben großartige Künstler. Du weißt, ich bin selber Musiker und ich spüre hier auch die Schwingungen. Also das Lokal hat hier ganz besondere Vibes, das muss man schon sagen. Ja, das sagen sie. Mittlerweile ist es für mich auch so. Und auch jetzt erst, im August war jemand da oder im September auch, war jemand da, der gesagt hat, das ist so wie wenn man in Los Angeles in Baked Potato oder sonst wo, das ist genau so wie da drüben. Das sind diese eingesessenen, berühmten Clubs in der Szene drüben und genauso wird das Plusiana auch angesehen, anerkannt. Also es ist, man kann mittlerweile nach Los Angeles, nach, weiß ich nicht, New York oder Paris, ist ja egal. In der Szene ist das Plusiana sehr bekannt und top, wird hochgereiht. Ja. Toll. Ja, aber nochmal zurück zu den schwierigen Zeiten. Also hat sicherlich viele Zeiten oder ab und zu auch mal Zeiten gegeben, wo du wirklich kämpfen hast müssen wahrscheinlich, oder? Um dein Baby über Wasser zu halten, oder? Ja, kämpfen tue ich immer. Also es ist immer ein Kampf. Es ist immer ein Kampf und es würde wahrscheinlich niemand machen, so wie ich es mache. Weil es ist so eine Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Und es macht aber auf der anderen Seite so viel Freude, dass man das nicht aufgeben will. Und es ist jedes Mal ein Kampf. Es ist finanziell immer, sagt man, an der Kante. Und trotzdem schaffe ich das immer wieder. Es ist ein Hochseilakt. Es ist ein Hochseilakt, ja. Aber dadurch, dass ich mich so einsetze, persönlich und alles selber mache, was ja, du hast ja ein unglaubliches persönliches Engagement. Ja, habe ich. Und mittlerweile ist ja wirklich so vom Putzen, Organisieren. Also es gibt Clubs, die haben einen, der das organisiert, einen, der die Konzerte veranstaltet, also das Ganze herummacht, eine Sekretärin, eine Putzfrau, vielleicht noch eine Köchin für die Musiker. Und das bin halt alles ich als One-Woman-Show. Wow. Also und das, sensationell. Das macht kein anderer. Nein. Mein, würde ich sagen, Lebensinhalt schon, ja. Ja, es ist schon dein Lebenswerk, das kann man schon so sagen. Ja. Wie oft im Monat finden eigentlich Konzerte statt, für die, die das Plusianer nicht kennen? Wöchentlich.
ein Konzert. Wöchentlich? Versuche ich. Aber es gibt Wochen, da habe ich dann zwei Konzerte, weil ich so auch bedrängt werde von wirklich internationalen Bands, europäischen, amerikanischen, die auf Tour sind und unbedingt da spielen wollen. Und mittlerweile schaffe ich es auch abzusagen und zu sagen, es geht nicht. Ich kann wirklich nicht, weil ich es persönlich nicht schaffe, ja. Weil ich kann nicht vom Putzen organisieren und den nächsten Tag wieder. Ja, das klar. Ist mir einfach alles dann mittlerweile schon ein bisschen zu viel. Da brauche ich ein, zwei Tage mindestens Abstand. Von woher kommen eigentlich die Konzertbesucher und die Gäste zu dir? Die kommen eigentlich von überall her. Sehr viele natürlich aus Österreich und Kärnten, das ist ganz klar. Aber sehr viele auch aus Deutschland, aus den angrenzenden Ländern wie Slowenien, Kroatien auch und Italien und selbst aus der Schweiz, Deutschland, Tschechei, Slowakei, Ungarn immer wieder und Besucher, die ich schon kenne, weil sie immer wieder regelmäßig kommen, weil ich da irgendwelche Bands habe, die sie gern sehen möchten, Künstler, die halt jetzt nicht so oft dort auftreten oder kaum oder überhaupt nicht. Ich glaube, die melden sich, sobald du irgendwas gepostet hast, dass der oder der wieder kommt. Ja, melden sie sich sofort. Mir ist genau gestern passiert, habe ich einen Künstler, einen amerikanischen Künstler, nur kurz angekündigt auf Facebook und schon habe ich das erste Schreiben schon aus der Jay Heigmann. Wer ist das? Andy Timmons, der kommt im Februar, am 19. Februar 2025 und gestern kurz gepostet und ich habe schon die ersten E-Mails-Anfragen gekriegt, eben aus der Tschechei, aus Ungarn, aus Salzburg und aus Wien. Ja, du hast ja auch ein Wahnsinnsprogramm. Es sind ja so tolle Künstler, die man nicht so an jeder Straßenecke hört. Mir kommt das vor wie so ausgewählte Creme de la Creme im Stil Rock Blues. Das sind so ein bisschen deine Favorites, glaube ich. Ja, das hat immer so Phasen gegeben. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich sehr viel Jazz sogar gehabt, ziemlich am Anfang. Mhm. Auch Jazzmusik aus New Orleans, das war ein Wahnsinn. Die Hütte war voll und die haben geswingt da herunten. Das war toll und Spaß. Und ich bin noch immer mit denen in Kontakt. Schön. Dann hat so Seidico-Musik gegeben mit Ziehharmonika, viel von dort eben. Und dann hat es wieder so, je nachdem, wen ich halt angeboten kriege, dann habe ich eine Zeit lang viel Reggae gehabt. Dann ist wieder Rock gekommen, dann wieder Blues. Das ist also je nachdem, wie sie unterwegs sind und was sie halt angeboten kriege. Jetzt sind diese großen Gruppen schwieriger, weil Reggae-Gruppen waren meistens oft so mit 10, 11 Leute, also die ganze Entourage, die so mit war. Das ist jetzt kaum zu bezahlen, das kannst du ja kaum zahlen. Das ist schwierig. Welche bekannten Künstler, Musiker waren jetzt schon mal da, wo du sagst, auf die bist du schon stolz, dass die bei dir auf der Bühne hier aufgetreten sind? Da gibt es viele. Aber wenn ich jetzt einmal nur so da oben schaue auf ein Foto, da fange ich an mit einer Dame, einer älteren Dame, die schon verstorben ist. Und das ist die Odetta Holmes da drüben. Das war die Weggefährtin auch von Martin Luther King. Ach. Die hat da gespielt und das war für mich was ganz Besonderes. Und da gibt es auch eine nette Geschichte. Da hat mir das Management geschrieben, Odetta never plays in a club called KKK. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, also habe ich die Geschichte erzählt, warum KKK, und wir sind nicht dieses KKK, sondern Konzertkeller Kofler. Und dann ist sie gekommen und hat dann da ihren Auftritt gehabt, der wunderbar war. Mhm. Wann war das und ungefähr? Das war, das wird gewesen sein, glaube ich, 2005 oder 2006. 2005 oder 2006. Mhm. Sie hat dann ins Gästebuch geschrieben, I feel so very honored, dass sie halt da spielen hat können und dass ich meine Zeit ihr gewidmet habe und so. Schön. Dabei ist das ist ein tolles Bild, muss ich sagen. Ja. Und ich muss jetzt natürlich zwischendurch mal kurz sagen für alle Hörer, es gibt natürlich auch heute wieder zu dem Podcast parallel eine Fotodia-Show. Das heißt, sie werden natürlich hinterher fleißig fotografieren. Und über das, was wir so sprechen und was ich hier alles entdecke, so wie jetzt das Bild, das fotografiere ich natürlich und könnt ihr dann alles auf der YouTube-Dia-Show sehen. Bleiben Sie dran. Nur ein Spot. Dann geht's gleich weiter. Ja, hallo! Genussland Kärnten feiert dieses Jahr Jubiläum. 15 Jahre Genussland Kärnten. 15 Gründe mehr, um einen Genussland Kärnten Partnerbetrieb aufzusuchen. Dort findet man qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte, wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Alles mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt. 100% nachhaltig, natürlich Bioanbau. Ja, Genussland Kärnten, der kulinarische Wegweiser. Für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. Garantiert auch in deiner Nähe. www.genusslandkaernten.at. Und
Dann möchte ich noch etwas sagen, sie ist schon verstorben. Sie ist 2016 verstorben. Mhm. Oder wann war der Obama Präsident? Ich glaube vorher. Kleine Google-Recherche. Barack Obama. Er war von 2009 bis 2017 der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Jedenfalls bei der ersten Wahl von Obama und diese Inauguration Party, die ist ja immer im Jänner, wo er vereidigt wird, der Präsident. Und da war sie eingeladen, als schwarze Sängerin mitzuwirken bei dieser Inauguration Party. Und was das für so eine Frau bedeutet hat, die vorher mit Martin Luther King auch auf dem Weg war, marschiert ist nach Washington oder wo immer. Und dann eben beim Obama singen durfte. Und das hat sie aber leider nicht erleben können, weil sie ist im Dezember kurz vorher verstorben. Ach Gott. Trotzdem in dem Gedanken, dass das ein für sie war, dass für solche Leute ist das natürlich was Besonderes gewesen. Ja, ja, das war eine, die mir sehr, deswegen ist das Bild immer da herunter, weil das so eine tolle, starke, besondere Frau war. Ja, und dann, wer war denn sonst noch da? Wir können auch mal ausweichen auf Johnny Logan. Toller Künstler aus Irland. Ja, ganz toll und ein echter Rock'n'Roller. Und ein sehr sympathischer Mensch. Und wie? Wir waren 4 Tage unterwegs und ich habe Bauchweh gehabt vor lauter Lachen, weil er ist unglaublich witzig und so nett. Also so nett. Und dann ist er einer der wenigen Stimmen, dass der in dem Alter noch so eine schöne Stimme hat und so singen kann. Ja. Der kann ja in der Oper singen. Ja. Und das war toll. Also das war auch ganz toll. Dann Mr. Big war da. Ja, Eric Martin, auf den schwenke ich jetzt um, weil das ist auch einer der wenigen, der in dem Alter noch so singt. Mhm. Also über 60 sind sie ja alle schon. Und auch noch ganz toll. Und zu Eric Martin, dem Sänger von Mr. Big, und eben da ist eine Frau angereist, die war die weiteste, die extra wegen eines Konzertes und nicht, weil sie in Europa lebt oder da arbeitet oder Urlaub gemacht hat, sondern die ist wirklich aus Mexiko angereist, um Eric Martin da zu erleben. Aber sie hat natürlich auch noch 2 andere Konzerte besucht. Ja. In Ungarn eins und eins in Spanien. Aber auch von ihm? Auch von ihm, ja. Und also 3 Konzerte hat sie besucht und das mittlere war eben auch das Bluesiana. Und wir sind heute noch das in Kontakt. Das sind Fans. Ja, das sind echt Fans. Wow. Und sie hat mir so eine liebe Puppe mitgebracht, die ich noch da habe, aus Mexiko, zur Erinnerung an sie. Toll. Also das sind schon so speziell. Bruder von Mick Jagger war auch schon da? Chris Jagger, ja, das ist eigentlich... Es ist schon ein richtig freundschaftliches Verhältnis. Super. Wir sind immer wieder in Kontakt und der hat zum Beispiel wieder gesagt, er hat das bessere Leben. Ah ja? Weil er kann Kaffee trinken gehen. Ja, das kann der Mick nicht. Das kann der Mick nicht. Genau. Mittlerweile sieht man ja den Mick trotzdem, wenn er so eine Tour hat, dass er... Verstehen Sie die beiden gut? Ja, freilich, die haben ja auch zusammen gespielt. Ah ja. Gemeinsam auch sogar mal bei den Stones und der Chris hat ja auch Songs geschrieben für die Stones. Ha. Und zum Beispiel, der Chris ist ein wunderbarer Künstler auch, der hat zum Beispiel sehr vielseitig, der hat die Sakkos zum Beispiel auch für Jimi Hendrix, ganz ein berühmtes Sakko hat er selber entworfen, das dann für den Jimi Hendrix geschneidert ist worden. Die sind ja alle in der Zeit gemeinsam unterwegs gewesen, aufgetreten und so und deswegen, also da gibt es auch einige Geschichten. Ja, also du hast das illustre Musikerleben und Künstlerleben schon voll und ganz mitverfolgen können, gell? Ja, also von einigen schon, ja, da kann ich einige Geschichten erzählen, ja. Ich kann mich erinnern, wie ich mal hier gespielt habe, du hast mir erzählt von einem älteren Musiker, ich glaube, der war schon über 90. Ja, wo genau. Hast du gesagt, war vorher da gesessen und man hat gar nicht geglaubt, dass der noch irgendwie sich groß bewegen kann, dann ist er auf die Bühne war wie ausgewechselt. Ja, das war David Honeyboy Edwards. I'm a gambling man. Gamble away wherever I go. Lord, I'm a gambling man, I'm a gambling man. Gamble away wherever I go. Und ein Schwarzer und der ist auch Grammy-Gewinner und der hat vorher bei der Biennale in Venedig gespielt. Und man hat mich gefragt, ob ich den da haben will. Und ich habe gesagt, natürlich, weil das ist nämlich
richtige Blues-Geschichte mit dem David Honeyboy. Und dann bin ich nach Venedig gefahren und habe ihn dort abgeholt. Und dann haben wir uns nicht gefunden. Der Manager auch nicht, der hat das falsche Telefon. Der hat mir nämlich die Telefonnummer gegeben, die ich gehabt habe. Die war aus Amerika. Und für Europa hat er sich ein anderes Handy besorgt. Und dann haben wir uns nicht gefunden. Und irgendwann haben wir da so ein Bier, so einen alten Mann sitzen, schwarz. Und dann haben wir gedacht, das muss er sein. Bin ich umgegangen und hat er gesagt, ja, und der Manager sucht mich auch. Und so, und dann habe ich sie halt alle eingepackt und dann sind wir mit dem Bus hergefahren. Und haben gedacht, hoffentlich überlebt er das. Er war nämlich wirklich so, ja, so fast ein bisschen tatrig. Ja. Und dann hat er nur geschlafen im Bus. Okay. Boah. Aber das war ein tolles Konzert. Und zur Geschichte von David Honeyboy muss ich sagen, es gibt ja diese Geschichte von At the Crossroad mit Robert Johnson, wo der Teufel ihnen begegnet. Das ist ja so eine Geschichte halt. Gell? Mhm. Und David Honeyboy hat in der Band von Robert Johnson gespielt und auch an dem Abend mit ihm gewesen, wo er ermordet ist worden oder umgekommen ist. Da gibt es ja verschiedene Geschichten, wie das passiert ist. Und wie ich ihn einmal gefragt habe, der zum Beispiel, das ist ja so lieb, erstens hat er nicht gewusst, er hat sein Geburtsdatum nicht genau gewusst. Ja, weil die sind irgendwie, da ist ja nie auf, ist ja nichts niedergeschrieben worden. Die sind da irgendwo auf einem Baumwollfeld auf die Welt gekommen, da hat doch keiner sich um die gekümmert. Er hat auch nie schreiben gelernt. Und wenn er da so Autogramme gegeben hat, dann hat er ganz langsam ein paar so Kritzerlein gemacht, das ist richtig lieb. Was hat er eigentlich für ein Instrument gespielt? Gitarre hat er gespielt und gesungen auch. Aha. Und das ist so, es ist wunderschön. Also es war ganz was Besonderes. Ich glaube, er hat sich sogar eine Dame aus dem Publikum ausgesucht. Ja, genau. Gell? Der hat eine Dame ausgesucht und die hat er halt angekimmelt und hat, ja. Ja, du hast mir mal die Geschichte erzählt. Alles passt noch. Du hast mir mal erzählt, genau. Alles passt noch, alles geht noch. Und Whisky hat er auch getrunken. Genau. Er hat gesagt, es geht noch ein bisschen langsamer zwar, aber. Es geht. Es war so lieb. Er hat einen tollen Nummer gehabt, gell? Ja, und er wollte dann wiederkommen, dann ist er erkrankt und hat mir seine Biografie, die ich erhalten habe, geschickt. Mit seiner Unterschrift und Widmung. Schön. Und kurz drauf ist er aber dann zu Hause verstorben. Und noch zu der einen Geschichte, der hat nicht gewusst, wie viele Kinder er hat. Ich glaube, der hat 15 oder vielleicht 20 Kinder gehabt. Er hat gesagt, er weiß es nicht, wie viel er hat. So, weil die halt so unterwegs waren. Und wie ich ihn zurückgeführt habe zum Flughafen nach Venedig, da hat er dann so am Hand viele so goldene Ringe gehabt, fast an jedem Finger. Und dann hat er mal gesagt, das ist sein Vermögen, weil wenn er einmal nichts mehr hat, dann geht er immer die Facetten. Aha, okay. Wenn er was braucht und dann kann er das. Also, das war früher halt so. Ja. Hat, und das war immer so seins. Also okay. So haben die halt gelebt, gell? Waren immer unterwegs. Und haben auch nicht viel gezahlt gekriegt. Und die Geschichte der Schwarzen mit dem Blues, die haben ja auch nicht dürfen sich im Club aufhalten. Wir müssen draußen sitzen und dann vielleicht noch kurz so auftreten und wieder rausgehen. Ja, Wahnsinn, wenn ich diese Fotos sehe, da eigene Toiletten durften, nicht normale Toiletten. Nein, es ist schlimm gewesen. Wahnsinn. Aber die haben das alles, ja, so wie das Leben eben ist. Ja. Man muss das Beste daraus machen und die haben es gemacht. Nur ein Spot, dann geht's gleich weiter. In einer Welt des Wandels nehmen wir Fahrt auf. Es ist eine Reise, die uns zurück zum Ursprung führt, wo Energie und Natur eins sind. Jede Investition in eine lebenswerte Zukunft ist auch ein Versprechen an nachfolgende Generationen. Übernehmen wir Verantwortung und nutzen wir die Energie von Wasser, Sonne und Wind. Unabhängig, sicher und nachhaltig. KELAG. Die Energie, die Kärnten vorantreibt. Jetzt, wenn du noch mal ein bisschen zurückdenkst, was glaubst du, was könnten einer deiner ungewöhnlichsten Konzerte hierin gewesen sein, das dann noch so in Erinnerung geblieben ist? Ungewöhnlich in welcher Richtung, muss ich jetzt überlegen? Ja, wo einfach irgendwie der ganze Auftritt oder die ganze Art und Weise ein bisschen außergewöhnlich war vielleicht. Ja, von ganz großen Namen zum Beispiel. Ah, da habe ich zum Beispiel eine Metalband da gehabt, also Hard Rock Metal, also nicht ganz Heavy Metal, Hard Rock Metal. Und die sind sehr bekannt. Und die sind einmal dann da gekommen, dann hat es geheißen, sie kommen um 7 in der Früh mit einem riesen Nightliner. Und um 7 Uhr sind sie da. Und dann habe ich gedacht, ich muss denen ein Frühstück richten, alles. Und ich habe um 13 Uhr
30, glaube ich, war das, eine Gerichtsverhandlung gehabt. Das war ja eben Witten plus Jana in der schwierigen Zeit. Da habe ich gedacht, ich muss um 13 Uhr. Aber ich habe es niemandem gesagt. Das habe ich alles so für mich behalten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, sie können kommen. Und dann habe ich mir ein Frühstücksbuffet mit Lachs, mit allen möglichen drinnen im Backstage gerichtet. Kaffee, Tee, alles, damit sie ja, sich wohlfühlen und passt. Dann kommt der Manager da einer bei der Tür und schaut so hinten und sagt, wo spielen wir denn? Dann habe ich gesagt, da. Dann sagt er, da. Nein, da spielen wir nicht. Dann sage ich, wie, ihr spielt da nicht? Dann sagt er, da spielen wir nicht. Dann sage ich, aber da haben wir schon die gespielt. Dann sagt er, das ist mir egal. Und wenn die Rolling Stones da gespielt haben, wir spielen da nicht. Unser Publikum hat andere, größere Bühnen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich meine, ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein Club-Gig. Und die sind aber von jemandem ganz großen Musiker, ist das Plusianer denen empfohlen worden, dass wenn sie einmal auf der Durchreise sind, sollen sie da im Plusianer halt machen. Mhm. Ja, hin und her, dann habe ich sie gedrängt und gesagt, du, ich muss das jetzt entscheiden, weil ich war, das Konzert war sehr gut besucht und ich habe Reservierungen gehabt und Tickets verkaufen und auch wieder Slowenien, Italien und so weiter. Habe ich gesagt, wenn ihr nicht spielt, dann muss ich das bekannt geben. Immer natürlich im Kopf, ich muss um eins weg, ich habe ja auf Gerichtsverhandlung. Ah, das auch noch. Das war ein Stress. Am Ende haben sie gespielt und sie sind wiedergekommen. Das war toll. Also mittlerweile passt das so. Also ja, den Manager super. Von denen, den Booker, den habe ich jetzt erst im August wieder getroffen in München, in der, ich glaube, Muffathalle heißt der, bei einem Konzert von Mr. Big. Und also man grüßt sich, man kennt sich und man plaudert und fragt, wie geht's und so. Es passt alles. Also nichts mehr nachtragend oder so. Nichts mehr nachtragend. Und dann gibt es aber so eine Geschichte auch, ungefähr in die Richtung, aber etwas netter klingt. Und zwar habe ich da Fishbone, das ist eine sehr bekannte schwarze Rockband aus Los Angeles, die habe ich auch da gebucht. Und die waren für 3 Tage vorgesehen da und an einem Abend Konzert. Dann sind die angekommen und ich habe sie dann gesagt, ja, wenn ihr ankommt, es war so heiß. Habe ich gesagt, ich bin vielleicht am Strand, ruft es mir an, dann komme ich. Die haben mich natürlich nicht angerufen, ich bin aufgekommen, so mit Bikini und so. Und dann haben sie gesagt, wow, und dann habe ich gesagt, ihr wollt was essen? Dann habe ich eine Freundin noch, die mit war, habe ich gesagt, du gibst ihnen die Getränke, ich mache ihnen in der Küche schnell was zum Essen, weil die haben einen Hunger. Und dann tun wir reden mit ihnen. Da sind die auch da reingekommen, die haben aber 2 Nightliner gehabt und noch einen riesen Anhänger, also eine riesen Geschichte. Da sind sie da reingekommen und dann haben sie gesagt, wo spielen wir denn da? Und er hat sich gleich ans Klavier gesetzt, da gespielt, und dann hat er gesagt, wo spielen wir denn morgen? Dann habe ich gesagt, ja, da. Das war nämlich genau dieselbe Frage, aber wo spielen wir morgen? Dann habe ich gesagt, ja, da. Ja, super, da brauchen wir nicht alles übertragen. Haben dann gleich die vom Management und alle gesagt. Und das war so toll, das ist unvergesslich. Irgendwo habe ich sie ja dann einmal auf einer Riesenbühne gesehen und da bin ich nicht einmal ganz vorne gewesen, weil ich vielleicht in der 3. Reihe oder so, weil ich Sport gekommen bin. Und ich habe denen nicht gesagt, dass ich komme. Ich habe gedacht, ich überrasche die. Und die haben von der großen Bühne aber und gleich so, hallo, und haben mich sofort erkannt. Das hat mich natürlich auch gefreut, weil das war schon eine tolle Geschichte. Ja, einmalig. Das sind so besondere Sachen gewesen. Und vielleicht noch eine, das auch sehr besonders war für mich und auch sehr eine Herzensangelegenheit war. Cyril Neville, also seine ganze Family von den Neville Brothers, und das ist ja eine ganz großartige Musikerfamilie aus Amerika, auch aus New Orleans. Also das ist schon was Besonderes gewesen für mich, dass die da bei mir gespielt haben. Und Cyril ist ein paar Mal gekommen und er schreibt mir immer noch und seine Frau. Und ich schätze, es sind wahrscheinlich aus der ganzen Zeit auch viele Freundschaften entstanden. Ja, freilich. Toll, also einmalig. Ich vermute ja mal, wie gesagt, da du ja selber ein großer Rock- und Blues-Fan bist, dass vielleicht dein persönlicher Geschmack ja auch ein bisschen bei der Auswahl der Künstler, die hier auftreten, doch ein bisschen auch was zu tun hat, oder? Ach, was ich halt angeboten kriege. Und bei mir so, ich kriege am Tag mindestens 20... Wie funktioniert jetzt das? Wie kommt da so eine Band ans Bluesiana? Na bitte, ich kriege Schreiben, ich habe sogar aus Indien Schreiben oder so. Da denke ich mir, wie kommen die auf mich? Aber es ist halt so, das wird irgendwie weitergetragen. Der Ruf eilt dir voraus. So ungefähr. Ja, und die glauben wahrscheinlich, das ist ein Riesending oder so. Keine Ahnung. Und da kriege ich sehr viel geschickt. Und ich kriege am Tag mindestens 20 Mails. Wirklich, das ist keine Übertreibung. Ich kriege 20 Mails und ich muss mir die ja anschauen. Dann klicke ich mir die immer an und denke mir, aha, dann schaue ich nur so mal auf die Überschrift, wer ist das? Und dann habe ich mittlerweile wirklich das, dass ich die Videos kurz oder die Info kurz anklicke.
Und dann denke ich mir, das passt oder das passt nicht. Mhm. Das soll jetzt nicht abwertend sein, aber es gibt natürlich schon Unterschiede. Ja, klar. Und dann sage ich immer, dann schreibe ich denen dann halt auch, ich beantworte auch die Mails und schreibe, passt leider nicht oder vielleicht ein anderes Mal und ich wünsche denen alles Gute. Und dann gibt es welche, wo ich sage, boah, den möchte ich unbedingt haben. Also der wird mir angeboten, aber dann gehen die meistens davon aus, das ist ein Riesending. Und dann, ja, dann schreibe ich zurück und dann irgendwann mal, irgendwie passt es dann trotzdem. Und dann kommen sie, weil mir, und das stimmt auch, mir der Ruf vorauseilt. Ja, und dann sagen sie, okay, wir wollen auch mal in Plusiana spielen, ja, wenn wir toll. So auf der Durchreise sind. Und Konzerte sind meistens so 2-3 Stunden, 2,5 Stunden wahrscheinlich, gell? Naja, so in den Verträgen, ich muss ja auch Verträge abschließen, die ich meistens nicht mache, weil ich mich überhaupt mündlich mit denen aus, weil ich immer sage, bitte, ich habe keine Zeit, dass ich mir da das alles durchschaue und durchlese und jeden Punkt. Bei den neuen Bands mache ich das dann schon, weil da steht dann drinnen, die wollen, weiß ich nicht, die Garderobe haben, die Toiletten extra, die Duschen, das habe ich ja alles nicht. Das sind ja die gewohnt, dass sie das alles haben. Da sage ich immer, ja, oder so vom Essen, was sie da alles haben wollen, Catering. Das habe ich mich am Anfang angestrengt, das mache ich nicht mehr. Ich gehe da rein und sage, das könnt ihr haben, ihr könnt alles frisch gekocht und müsst halt nur 5 Minuten warten und nicht so wie üblich die Gummibrötchen überall, und immer die gleichen Salate oder so, sondern schon ein bisschen nett gerichtet. Und damit sind sie eigentlich, freuen sie sich auch. Das ist super. Wieder das Besondere von Plusiana, ja. Ja, ich schätze ja nicht nur die Musiker, die auf der Bühne waren, sind berühmt, sondern ich glaube, es werden wahrscheinlich auch unter den Gästen schon eine Menge bekannte Leute gewesen sein. Ja, schon. Ich glaube, Andreas Gabalier war schon mal da, hast du gesagt? Ja, der Andreas war schon ein paar Mal da und das ist ja ganz interessant, wie er das erste Mal da war als Andreas Gabalier, habe ich mich mit ihm unterhalten und hat er gesagt, ich bin nicht das erste Mal da. Dann sage ich, wirklich? Dann sagt er, ja, ich war früher auch schon ein paar Mal da. Dann hat er mir Bands aufgezählt, die er nur bei mir sehen hat können. Aha. Dann hat er gesagt, ja, dann hat er ja ein bisschen anders ausgeschaut. Er hat ja, glaube ich, einen Bezug zu Felden, gell? Ja, er hat einen Bezug zu Felden, aber auch zu der Musik, das habe ich auch nicht gewusst, weil sein Gitarrist, Alan Brentini, der hat öfters da schon gespielt und der hat zu mir gesagt, der Andreas, der steht auf Rockmusik und richtig heavy. Mhm. Dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht und so, aber Tatsache ist, dass er genau zu diesen Bands gekommen ist, sich das angeschaut hat und das war ganz toll und ganz so hoch, auch von Mr. Big. Und ein Heavy Rocker hat er sich da angeschaut. Michelangelo Bazio hat er sich angeschaut. Und noch andere halt. Mhm. Ja, und der kommt da auch ganz gern. Und jetzt war das letzte Mal, wie er da war, da war er mit seinem Manager da, mit seinem Finanzminister noch, der dabei war. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat gesagt, wohnt, glaube ich, sogar hier teilweise, gell? Ja, er hat in Felden eine Wohnung und ich glaube, er hat sogar ein Haus gehabt in Schifflingen oder hat das noch. Er ist ja familiär ein bisschen verbandelt da in Felden. Als Junge hat er, glaube ich, hier sogar gejobbt oder so, gell? Er hat gejobbt und hat angeblich Boote vermietet und er hat als Kellner irgendwie gearbeitet, das weiß ich jetzt nur vom Hören sagen. Das habe ich mit ihm eigentlich nicht gesprochen, aber das weiß ich. Und das war lustig auch. Also das waren schon lustige Abende da herunten, auch wenn er da war. Felden am Wörthersee. Wie schreibt die Tourismusregion Wörthersee-Rosenthal? Die kleine, schicke Metropole in der Westbucht des Wörthersees. Trendig, stylisch, modern und trotzdem liebenswert kärntnerisch. Mit diesem einzigartigen Lebensgefühl am wohl schönsten und bekanntesten See Österreichs. So präsentiert sich Felden seinen Besuchern aus dem In- und Ausland. Schicke Boutiquen und gemütliche Straßencafés prägen das Ortsbild und laden zum Flanieren und Gustieren ein. Wer sehen und gesehen werden will, der sichert sich Plätze in vorderster Reihe, in der neu geschaffenen Begegnungszone um das Casino Felden. Auch ein ordentliches Stück Wörthersee-Filmgeschichte wurde hier geschrieben. Daher ist das renommierte 5-Sterne-Falkensteiner Schlosshotel Felden nicht nur Urlaubsdomizil internationaler Stars, sondern immer noch begehrtes Fotomotiv unzähliger Fans von Roy Black, Uschi Glas und Otto Retzer. Felden besticht mit einem breit gefächerten Angebot von Top-Hotelleriebetrieben und haubengekrönten Restaurants bis hin zu gemütlichen Bauernhöfen und Ferienwohnungen. Erlebenswert sind auch die zahlreichen Buschenschenken entlang der Wanderwege, die mit Schmankerl aus eigener Produktion
ihre Gäste verwöhnen. Nirgendwo ist der Mix aus der traditionellen Bodenständigkeit der Alpenregion und der Leichtigkeit des Südens so sehr spürbar wie hier am Ufer des Wörthersees. Erholungssuchende werden in Felden am Wörthersee ebenso fündig wie Partylöwen. Ob in sich gekehrt, bei einer entschleunigenden Wanderung durch die Römerschlucht oder beim Abtanzen auf der Szenemeile vor dem Casino. Felden hat für jeden das maßgeschneiderte Angebot und das mittlerweile das ganze Jahr. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. An wem erinnerst du dich noch als Gast? Wer schon mal da war? Zum Beispiel zu einem Konzert, der extra gekommen auf einmal, weil er auf Tournee war, ist zum Beispiel Richie Kotzen. Der hat sich da ein Konzert angeschaut, da sind die Leute zu mir gekommen und gesagt, ist das der Richie Kotzen? Da habe ich gesagt, ja. Der hat sich angeschaut, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Und zwar, es war Jazz, weil Richie ist ein Jazz-Fan. Und das war Jazz. Und das hat er sich angeschaut und war ganz begeistert. Toll. Und hat darin auch noch getanzt und so. Also, und dann, ja. Ja, also dann das da von unseren Bekannten, der Otto Rezza zum Beispiel, war auch schon ein paar Mal da. Ja, zum Otto gibt es ja auch Geschichten. Sie haben ja da herunten auch einen Film gedreht, The Blues Brothers. Ah ja? Ja, haben sie da herunten gedreht. Und der Otto war der Polizist, der auf der Suche war nach den Blues Brothers, weil die irgendwas angestellt haben. Du warst aber nicht da. Hast du mitgespielt? Nein, ich habe nicht mitgespielt, aber ja, wir sind da an der Decke haben müssen, weil das ist ja, glaube ich, 2 Tage lang gewesen. Hast du müssen gleich anziehen und dort stehen und damit das alles, ja. Als, wie sagt man denn, also, dass Komparsen. Man heißt, Komparse, genau, mhm. Dass man dort steht und so mitmacht. Das war irgendwie witzig. Und da war der cool. Klaus Wildbold, cool. Viele halt Alte, die schon verstorben sind, aber es sind nette Erinnerungen, ja. Ja, also das Lokal kann hier schon selber viele Geschichten schreiben eigentlich, gell? Oh. Aber eigentlich musst du dir mal alle schreiben, die ganzen Geschichten, gell? Ja, vielleicht kommt es dazu. Vielleicht kommt es dazu, genau. Ja. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir persönlich. Mhm. Wo bist du denn geboren und aufgewachsen? Bist du ein Kind vom Wörthersee? Ja, ich bin in Mariahilf bin ich zur Welt gekommen, mit meinem Zwillingsbruder. Ah ja. Und wir waren das erste Zwillingspärchen dort. Also echt? Es hat schon Zwillinge gegeben, aber ja. Als Pärchen waren wir die Ersten. Aha. Aber du hast noch einen Bruder, gell? Ich mein, also eigentlich habe ich 3 Brüder. 3 Brüder. Mhm. Und einen Zwillingsbruder eben, ja. Und mit allen noch guten Kontakt? Ja, freilich. Ja, das ist super. Na, das passt schon. Das passt. Und dann hier aufgewachsen? Ja, in Felden aufgewachsen, beziehungsweise in Unterwinklern. Das ist in der Nähe von, also oberhalb von Felden. Da bin ich aufgewachsen, auf so einem Bauernhof. Mhm. Und es gibt auch so Fotos, wo ich so mit, weiß ich nicht, mit den Schafen und mit den Schweinen und so, wie es halt ist am Bauernhof, ja, und beim Kartoffelklauben und dort und da. Ja, das war eigentlich schön. Also die Jugend für mich war sehr schön. Die Kindheit besonders schön. Und dann, als Kind schon immer im Wörthersee badet? Ja, 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 weil meine Eltern haben ein Grundstück gehabt am Wörthersee. Und da sind wir immer baden gegangen müssen. Da müssen richtig Wasserrotten gewesen. Also. Ja, das bist du heute noch. Ich muss dazu sagen, also immer wenn wir reden, erzählst du, du bist heute früh geschwommen, völlig egal, wie das Wetter ist. Heute war ich wieder schwimmen. Wie viel Grad schätzt? 17, 18? Ja, man sagt, heute hat mir jemand gesagt 17 und der andere hat gesagt 19 gestern. Ich weiß es nicht. Ich muss nicht, ich gehe wow. Eine. Und ich tue immer vorher ein bisschen Luft holen und sage, das schaffe ich. Weil wenn ich das schaffe, schaffe ich andere. Auch. Das super. Ist wie Meditation. Und dann gehe ich ins Wasser rein und schwimme und das ist, und ich schwimme wirklich. Ich tue ja. Nicht nur eine tauchen toll. Und wieder aus. Und das ist sowas von schön. Das ist so, es gibt mir Kraft. Das ist so wie ein anderer. Und wenn es dann ganz, ich bin keine Eisschwimmerin, also wenn ich es noch nicht mehr kann, ja. Dann gehe ich lieber nur so im Wald wandern, ja, in der Früh. Ja. Und immer in der Früh. Ich gehe nur in der Früh. Wie ist dann weitergegangen nach deiner Kindheit hier, wo du am Bauernhof groß geworden bist? Was kam dann danach? Naja, die Gastronomie, weil meine Eltern halt dann Gastronomen sind geworden und da sind wir halt. Hast mit du eine Lehre gemacht, oder? Ich bin dann in die Hotel, weil früher war ja auch so. Man ist ja nicht so gefragt worden, was willst du wirklich werden? Dann war das automatisch in dieser Völner Aufbruchszeit. Du lernst zu deinem Bruder, du lernst Koch, du wärst das und ja. Du wärst das. Und ich habe müssen in die Hotelfachschule gehen. Mhm. Und die Hotelfachschule, da war ich im Internat, habe ich die Hotelfachschule, war eine der ersten Klassen da oben in Villach. Damals war ich noch beim Kongresscenter, die Hotelfachschule, und die habe ich dann abgeschlossen. Und gleich nach der Schule bin ich schon einmal,
Da habe ich auch daheim noch ein bisschen gearbeitet und dann bin ich nach Frankreich gegangen. Mhm. Und dort war ich auch in einem Internat, um Französisch zu lernen. Und ich habe das auch gelernt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich eigentlich dann nie wirklich gebraucht. Man hat sich eingebildet, damals so Englisch und Französisch. Klar, Gastronomie war immer so, muss man auch Französisch. Gell? Ja, das habe ich aber nie wirklich gebraucht. Ja. Ich verstehe noch Französisch, ich kann auch noch ein bisschen reden und ich kann lesen, aber wirklich können tue ich es nicht mehr. Das ist so im Hinterkopf jetzt. Es wäre vielleicht sogar besser gewesen, sage ich aus der heutigen Sicht, war vielleicht besser gewesen, vielleicht sogar Slowenisch-Kroatisch oder so, was zu lernen, was man damals ja nicht so gemacht hat. Gell? Und dann wollte ich in Frankreich arbeiten und in Frankreich, wir waren ja noch nicht in der EU, das hat es ja nicht gegeben, wir waren ja bei der, wie hat das damals geheißen, die EFTA, glaube ich, waren wir. Und das EFTA, europäische, was war, keine Ahnung, jedenfalls mehr zu Russland hin, das habe ich noch so im Kopf, und verbunden eben. Und da haben wir nicht arbeiten, also habe ich nur eine Freundin gehabt, und da haben wir nicht arbeiten dürfen in Frankreich. Haben wir keine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt und keine Arbeitsgenehmigung. Und dann sind wir nach Saarbrücken. In Saarbrücken, genau an der Grenze nach Frankreich, an der goldenen Brem hat die Grenze geheißen, und haben wir gedacht, da von da aus, von der Firma aus, können wir dann um nach Frankreich. Ist aber leider nicht möglich gewesen. Aber es war dieselbe Schwierigkeit in Deutschland. Das ist auch so eine nette Geschichte. So blauäugig umgefahren und mit dem Kofferle und haben gesagt, ja, wir kommen und wir kriegen da einen Job. Die Mutter hat gesagt, ja, hast du, ja, wir haben das, ist alles fix. Dann kommen wir dort an beim Hotel, haben wir uns vorgestellt. Immer mit dieser Freundin. Ja. Haben wir uns vorgestellt und gesagt, wir sind jetzt da. Und dann hat er gesagt, ja, habt ihr vorgestellt, ja. Ja, und jetzt, ja, wir werden uns das jetzt überlegen, ob wir euch nehmen, sagt der Hoteldirektor. Und wir gesagt, ja, aber jetzt sind wir schon da. Mei, super. Dann haben wir 3 Tage in einem Hotel verbraucht, das ganze Geld verbraucht. Dann haben wir gesagt, was machen wir denn? Wir können nicht daheim sagen, das dürfen wir nie mehr wohin, das können wir nicht machen. Gab es dann ein Happy End? Es gab ein Happy End, wir haben dann einen Job gekriegt und sind von dort, und von dort aus halt immer wieder weiter. Ja, super. Deutschland, und dann bin ich nach England, bin zu Canadian Pacific und bin dann zuerst nach England, von dort aus dann nach Hamburg und von Hamburg dann nach Kanada und von Kanada wieder zurück. Du warst ein richtiger Globetrotter, ja? Ja, ein bisschen von Kanada wieder zurück und dann von Hamburg aus eben ganz Deutschland und Europa ein bisschen bereist für diese Canadian Pacific Hotelgruppe eigentlich, toll. Für die war ich tätig. Und dann schließt sich der Kreis. Dann schließt sich der Kreis, dann bin ich da runtergekommen. Und kam die Idee, ein Lokal zu machen. Ja, und da gibt es auch eine nette Geschichte, weil ich habe schon in Hamburg immer zu tun gehabt, ich war im Sales und Marketing und war zuständig für die ganzen Bands auch, die da sind ja die Stones bei uns, haben dort gewohnt und so, also Rod Stewart und Sammy Davis Jr. und so weiter. Und ich habe immer Freikarten gekriegt, habe immer dürfen zu den Konzerten gehen, toll. Das war toll. Selbst Udo Jürgens, wurscht. Auf alle Fälle habe ich dort einen der größten Manager in Deutschland kennengelernt und der hat mir dann halt immer eingeladen zu den Konzerten und dann schon da herunten einmal, Jahre später, ungefähr 10 Jahre später, habe ich dann Mickey Moody und Bernie Marsden, das waren die Original-Whitesnake-Gitarristen, da herunten gehabt. Und das war witzig, weil genau 10 Jahre später habe ich gesagt, kennt ihr den? Und dann haben sie gesagt, ja, freilich. Und dann, ja, es war nett, es war witzig. Haben wir gesagt, jetzt habe ich den immer da oben getroffen und jetzt seid ihr da herunten in Plusiana. Also das sollte schon so immer sein, dass du mit der Musik zu tun hast, gell? Ja, es war irgendwie oder so. Und so ist das halt das Ganze entstanden. Und dann habe ich nicht mehr aufhören können, weil das ist so viel Freude. Das gibt dann so viel Energie. Es gibt dann trotzdem Energie. Mit den ganzen schwierigen Zeiten, die ich gehabt habe und immer noch habe. Ich gehe dann dahin vor die Bühne, weil ich mache es ja auch für mich, nicht nur für die Gäste, sondern auch für mich. Da stelle ich mich da vorne um und saug, natürlich nicht den ganzen Abend, kann ich ja nicht, aber es gibt dann so einen Moment, wo ich dann umgehe und saug das auf für mich. Und das ist dann so, da vergesse ich alles, dann ist alles weg, dann ist richtig Energie da. Ja. Und das ist wieder das, was mich dann zum nächsten weiterbringt und weiterbringt und weiterbringt. Nur ein Spot, dann geht's sofort weiter. Wer lässt auch so manche Kärnten-Highlights im schönsten Licht erstrahlen? Glovo Lighting. Wer gehört zu den führenden Leuchtenhändlern Europas? Glovo Lighting. Entwicklung, Produktion und Distribution von dekorativer Beleuchtung. Glovo Lighting. Genau.
Global Lighting in St. Peter im Rosental. Jetzt fällt mir noch eine ein, die da war, das finde ich auch ganz toll, die Arabelle Karajan, Tochter von Herbert von Karajan. Die hat auch herunten ein Konzert gegeben und das war auch ganz ein besonderer Abend, weil die hat dann alle ihre Prinzessinnen, die sie gekannt hat, was weiß ich, von Sayn-Wittgenstein und von Salzburg und die alle eingeladen und das war ganz ein besonderer Abend und wie ich sie gefragt habe, was sie essen wollen, hat sie gesagt, Kartoffelgulasch. Also, wo man gedacht hat, Martin, wir sind das so gewohnt so. Ja. Die haben alle wollen Kartoffelgulasch essen. Ja, das war richtig nett und das war ein lustiger Abend. Ja, ja, toll. Ja, Musik kann einem schon was geben. Gell? Das kann einem das ganze Leben so bereichern wie nichts anderes eigentlich, gell, wenn man ehrlich ist. Nein, ich habe das früher auch nicht so geglaubt, aber das ist tatsächlich so. Also Musik, und wenn mir jemand fragt, was ist denn deine Richtung, dann sage ich immer, Musik ist Stimmungssache. Ich war jetzt vor kurzem, da habe ich fest Polka getanzt, weil mir das auch taugt und schon als Kind, mir hat das immer gefallen. Auch, gell? So, das, ich tue ja gern tanzen und dann habe ich halt fest Polka getanzt und das gefällt mir auch. Und dann, weiß ich nicht, ich habe in Hamburg sehr viel Klassik sogar gehört. Und dann bin ich wieder in der Rockmusik drinnen. Aber eines ist schon wichtig, es muss gut sein. Ja. Also es gibt... Es gibt überall authentisch gute Musik, ja, egal in welchem, ja, Genre. Ja, genau, genau. Und ich mache das nicht, das ist Stimmung, weil ich bin in Julio Iglesias. Den habe ich mir auch angeschaut und höre immer wieder einmal gern, wenn es passt. Ja, es muss passen. Ja, an dem Spruch ist schon was dran, ein Leben ohne Musik ist möglich, aber sinnlos. So ist es. Na, ganz sicher. Ganz sicher. Und wenn man sich dann so ein bisschen mit diesen Schwingungen befasst, es ist ja tatsächlich so, weil alles ist Musik. Selbst jeder Planet hat seine eigene Musik, gell? Seine eigene Schwingung und die kann man ja so um auf Musik. Das ist ganz interessant, wenn man da so reingeht und sagt, also da ist was Wahres dran. Das ist nicht nur eine Spinnerei, sondern es ist etwas. Wie würdest du dich jetzt so als Mensch beschreiben? Was bist du jetzt für Typ? Wie siehst du dich jetzt? Also es geht mir gut. Ich bin dankbar. Ich sage das wirklich, ich bin dankbar für die vielen Freundschaften, die ich durch diese Arbeit wirklich habe. Und ich habe immer Kraft gekriegt. Das, und ich bin irgendwie, ich ruhe mittlerweile in mir. Also, und ich sage mir immer, wenn sie Stress. Das macht dein See, dein tägliches Baden aus dem See. Ja, nein, es ändert nichts. Du machst das, was du jetzt machen kannst. Ja. Ich bin halt, weil ich alleine bin und alles selber machen muss von Einkaufen, manchmal bin ich schon gestresst. Und früher war ich ganz nervös und das und da war ich, wow, das denke ich mir immer. Das, was ich machen kann, mache ich. Und was nicht geht, wenn einmal was nicht passt, sage ich immer Rock'n'Roll. Wenn der Boss zu mir guckt und sagt bla bla bla, dann sage ich immer Rock'n'Roll. Dann sagen sie immer, klatschen sie mit die Hände. Und sagen, ja genau, so ist das. Wenn du jetzt nochmal die Uhr zurückdrehen könntest, 1986, und du hast die Idee jetzt noch vor dir, würdest du das Ganze nochmal so machen? Ich würde es ganz sicher so machen. Ganz sicher. Weil wenn man das anfängt, gell, ja, dann macht man das. Und natürlich, jetzt rückblickend könnte man sagen, ja, vielleicht hätte ich ein paar Sachen anders gemacht. Ja, das hat ja jeder. Aber das sagt ja jeder. Das hätte ich aber wahrscheinlich nicht gemacht, ja, weil es ist der Weg. Das ist der Weg. Das, genau, war der Weg. Genau. Und ich erinnere mich an einen Politiker von Völden, wie der einmal gekommen ist und gehört hat, dass ich das da so mache. Dann hat er zu mir gesagt, ja, naja, das ist schon toll, aber ich bin immer gewarnt worden, aber. Und dann hat er mir erzählt, aber ich kenne da einen Club irgendwo in Skandinavien, hat er gesagt, das ist ein toller Club und der ist so weltberühmt und so, hat er mir erzählt. Dann haben wir gedacht, du wirst noch schauen. Du hast es ihm gezeigt. Das haben wir reingeschmissen ein bisschen. Du hast es ihm gezeigt, jetzt haben wir 2024. Ja, er weiß es nur nicht. Und oder merkt es nicht. Aber es ist so, Tatsache. Ich habe den Direktor von American Idol, ist auch eine liebe Geschichte, den Stevie Salas, der war bei American Idol, also großer Gitarrist, der war einer der bestbezahlten jungen Gitarristen mit dem besten Vertrag von Sony, ich weiß nicht, den es jemals gegeben hat, und der war wirklich toll. This one's called Indian Chief. Und ist auch bei mir aufgetreten und so, aber egal, das ist ganz eine tolle Geschichte mit ihm, noch viele Geschichten kann ich erzählen von ihm, aber eine ist auch ganz nett. Und zwar
so sind die Freundschaften dann. Gell? Dann habe ich ihn angerufen und dann habe ich gesagt, du, der Steven Tyler kommt nach Italien. Hm. Und ich habe gesehen, das ist ganz ein netter. Und ich möchte von Aerosmith. Da habe ich gesagt, den, weil ich habe das so beobachtet auf YouTube, dass das, und alle Großen, sage ich da, alle Großen sind locker und nett. So, und der, dann habe ich gesagt, den möchte ich aber kennenlernen, kannst du mir da nicht was vermitteln. Dann hat er gesagt, ja, ja, weißt du, es fragen ihn ja viele immer, weil der Steven Tyler war in der Jury bei American Idol und der Stevie Salas war Musical Director. So, also haben sie sich gut gekannt, sowieso auch schon von der Musik her und derzeit überhaupt von American Idol. Und dann, irgendwann einmal schreibt er mal und sagt, der Steven Tyler hat gesagt, er möchte mich kennenlernen. Boah. Tatsache. Und dann war das wirklich so, ich habe ihn dürfen privat treffen, vor dem Konzert im Hotel und das war ganz was Tolles. Und wie er zu mir gesagt hat, der hat die Geschichte von Bluesiana gewusst, der hat das echt gewusst, ich habe nur so geschaut. Send your kisses my way, bring your sweetheart to me. I've been waiting for so. Und dann hat er gesagt, hat er mal so die Hände auf die Schulter gelegt und gesagt, und mir so in die Augen reingeschaut und gesagt, zum Schluss war das geil, thank you for what you do for music and for all the musicians. Fantastisch. Das ist für mich ein Keks. Also eine Auszeichnung, wie man so sagt. Und der Stevie Salas hat mir gesagt, der Steven Tyler hat dem Ganzen nur zugesagt, wegen des Bluesianers. Und wir wollten, dass der Steven Tyler dann daherkommt, aber dann ist Corona kommen, dann war aus. Und jetzt ist er halt da immer gesundheitlich so, dass jetzt haben sie sowieso die ganze Zeit. Ja, vielleicht klappt es irgendwann auch. Ja, vielleicht klappt es. Man soll es ja nie nein sagen. Ich sage immer, entweder der Keith Richard oder der Mick Jagger, die kommen auch noch. Der hätte damals gedacht, dass ich den Bruder da habe. Ja, genau. Oder ich meine, ich habe ja die Musiker da gehabt von den Rolling Stones, die ganze Backing Band, inklusive Daryl Jones, den Bassisten von den Stones, der vorher bei Miles Davis und jetzt bei den Stones schon seit 20 Jahren ist. Der hat ein paar Mal da im Bluesiana gespielt. Sensationell. Wie würde Hans Krankl sagen? Legendär. Ja, legendär. Ist so. Ja, unglaublich. Mit welchem Hobby verbringst du eigentlich gern deine Freizeit, außer der Musik? Natur. Eben schwimmen, ja. Schwimmen, wandern, spazieren und Ruhe. Und zu Hause höre ich fast keine Musik mehr. Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Reichen dir die Konzerte? Es reichen mir die Konzerte und ich höre schon Musik, aber sehr gewählt. Also das ist so ein Punkt, was ich sage, was die Leute, die lassen sich berieseln von in der Früh bis in die Nacht eine mit, und sie hören keine Musik mehr. Mhm. Die hören echt keine naja, Musik, klar. Weil sie sind immer nur berieselt von naja. Irgendwas. Aber das richtig hinhören und aufsaugen die Musik und sie spüren, das ist selten. Und wenn man aber dann ein bisschen in der Ruhe ist und dann wieder einmal eine Musik hört, die ausgewählt ist, wo ich sage, jetzt möchte ich mir das anhören, da lege ich mich oft hin aufs Bett und höre mir dann 2 Stunden lang eine Musik an. Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Kleine Pause, nur ein Spot. Wir sind gleich wieder zurück. Julius? Ja, mein Schatz? Ich mache gerade ein Online-Kreuzworträtsel. Schön. Zusammenhalt mit 3 Buchstaben. Wir. Partnerschaft mit 3 Buchstaben. Wir. Warte, noch eins. Umschreibung für neue Kraft. Wir. Tja, wir macht's möglich. Wir, die Raiffeisenbanken in Kärnten. Aus der Region, für die Region. Wir macht's möglich. Gibt's eine Lieblingsband von dir oder einen Lieblingskünstler? Ach, das werde ich so oft gefragt, aber das ist schwer zu sagen. Das ist echt schwer zu sagen. Es gibt Lieblingsgitarristen, Lieblingskünstler, schwer. Es gibt Künstler, mit denen ich eine sehr enge Beziehung habe und es gibt Künstler, die ich auch so sehr hoch schätze, auch wenn ich sie nicht so kenne. Aber richtig Lieblingsbands. So von der Musik her selber, was sagst du, das ist deine Musik? Boah, das ist immer echt schwer. Es gibt Künstler, die ich besonders gern mag und manchmal wechselt das, aber... Hat wahrscheinlich auch mit der Lebensphase ich bin, was zu tun. Ja, genau. Aber ich bin aufgewachsen, bin ich halt schon so mit den Rolling Stones und da war ein bisschen so ein Hippie.
und Rocker, Hippie und Rocker. So, das war so meins. Ja, gab ja früher immer so die zwei Lager. Entweder war man mehr Beatles-Fan oder mehr Stones-Fan. Ja, ich war immer mehr Stones-Fan und ich war 10 Years After und alles so, was heavy war. So. Ja. Und habe getanzt und das hat mir getaugt. Wahrscheinlich auch, weil ich mit meinen Brüdern, ich war ja das einzige Mädel. Rundherum waren auch alles nur Buben. Und ich habe mit denen Reiber und Gendarm gespielt und ja. Die Musik halt, ja. Bist du selbst musikalisch? Singst du oder spielst du Instrument? Leider nein und wahrscheinlich habe ich deshalb den Club. Weil es war so, wie ich wollte das gerne und am Bauernhof, mein Vater hat gesagt, da haben wir eine Ziehharmonika. Und zum Lernen, wir haben ja kein Auto gehabt, und zum Lernen kannst du da mal in Völlner eine Marschmusik gehabt und dann der Meschnick hat er geheißen, hat mein Vater gesagt, da kannst du zum Meschnick gehen und da kannst du was lernen. Und dann habe ich gedacht, nein, zu denen gehe ich nicht, weil die laufen da immer da mit dem Hirtl und mit der Feder und so Marschmusik und so. Und mein Vater hat das gefallen und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Nein, das ist nicht meine. Deswegen habe ich das nicht gelernt. Mhm. Aber ich würde sagen, hätte ich damals schon den Club gehabt und wäre vielleicht da schon hergegangen, hätte ich erfahren, was man mit Ziehharmonika alles kann. Das hat es ja damals in der Schule, hast du davon nichts gehört, die Musikunterricht. Das hat nur Musikerziehung geheißen, aber mehr hat man nicht gehört da drinnen. Und dass man aber Ziehharmonika in Südamerika spielt, dass Tango mehr mitgespielt wird, dass die Schwarzen, die Kreolen, so ein Seideko oder so ähnlich wie Walzer, Polka-Rhythmen ist, mit ein bisschen Rock so vermischt und dass die Chansons in Frankreich und überhaupt, was man mit Ziehharmonika alles machen kann, das habe ich nicht gewusst. Und heute tut es mir leid, dass ich es nicht gelernt habe. Aber ich habe mich verweigert, weil ich gesagt habe, da marschiere ich nicht mit. Und woanders habe ich nicht hin können. Das war halt so. Ja, und vielleicht deswegen. Und gesungen haben wir wohl immer wieder zu Hause. Also ich kann nicht sagen, ich bin keine Sängerin. Aber wir haben zu Hause immer gesungen und dann halt natürlich diese Lieder, das habe ich auch noch daheim, das Bierchen von der Schule, komm, sing mit, hat das geheißen. Und dann hat es halt diese ganzen bekannten Lieder gegeben, die man in der Schule gelernt hat. Aber man in der Schule, wo ich war, in Völden, da wurde der Blick nicht geöffnet, sondern es wurde einfach nur so, was halt schon bekannt war. Und es wurde nicht hinausgeschaut, so wie sich Völden eigentlich präsentieren wollte, ist man in der Schule nicht, damals nicht so erzogen worden, muss ich sagen. Ja. Also wahrscheinlich auch in anderen Gegenständen, aber in Musik das besonders. Hat schon so sein sollen, dass du keine Ziehharmonika gelernt hast, sonst wäre vielleicht nie der Club entstanden. Wärst vielleicht selber Musikerin geworden. Ja, genau, man muss ja sagen, das hat alles schon, genau, wer weiß, wo es noch hingeht. Jetzt, wenn man deinen Soundtrack deines Lebens einmal betrachtet, wenn du drei Lieblingssongs nennen solltest, was sind drei deiner Lieblingssongs? Das kann ich beantworten. Was sind meine Lieblingssongs? Fangen wir mal mit einem an. Welchen hörst du besonders gern? Das ist auch wirklich immer Stimmung, sorry, ich kann das nicht sagen. Irgendein spezieller Stones-Titel? Das ist von den Stones, ja. Die alten Stones-Songs, wie die noch alle bluesiger waren. Es sind schon die Bluesnummern, die mich so bewegt haben. Oder die? Ja, das schon, aber das ist schon nicht mehr so ganz das. Eher so früher, wie sie waren, The Spider and the Fly oder so. Das hat mich richtig fasziniert. Oder, das war zum Beispiel was. Und der erinnert mich auch noch, da gibt es irgendein Lied gegeben, Take Me to the Water. Das hat mich so fasziniert, aber ich weiß nicht mehr von wem und was. Das war, vielleicht war das mit Sicherheit eine schwarze Sängerin. Ich muss auch dazu sagen, das Ö3 damals, gell? Ich habe das gehört immer so gern, weil es war, ich weiß das heute noch, es war noch Mittagessen, war Espresso und dann ist die Musicbox gekommen
Und am Abend irgendwann einmal mit dem Walter Richard Langer hat es auch Jazz gegeben, aber vorher hat es auch so Sendungen gegeben, wo auch Blues gebraucht ist worden und Folkmusik. Und das habe ich mir immer angehört. Das hat mich einfach fasziniert. Also ich kann jetzt nicht einmal den Namen der Musiker sagen oder so, aber es hat mich fasziniert. Und man hat zu bestimmten Zeiten gewusst, da muss ich das Radio einschalten, weil das möchte ich mir anhören, weil das ist immer interessant. Und die haben dann immer so Geschichten erzählt darüber. Und heute ist so, du schaltest das Radio ein und es ist egal welches, es ist überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Ja, es wird so gequatscht, es wird gar nicht einmal mehr gesagt, wer da spielt, wenn da mal ein Song aufhört. Und dann ist überall das Gleiche. Überall. Seit einem halben Jahr schalte ich nicht einmal mehr das Radio im Auto ein. Mag ich nicht. Weil ich mir denke, na, ich kann mir das nicht anhören, die ganze Zeit das Gleiche. Ich bin aber nicht abgelehnt, es gibt gute, neue Musiker und das, ich sage jetzt zum Beispiel, die Lady Gaga, habe ich am Anfang immer gedacht, Gaga, Gaga, Gaga. Aber das sind echte Musiker. Ja, die kann das. Man muss das auch reingehen. Eine große Musikerin, spielt ja sehr gut Piano und sie ist wirklich eine tolle Künstlerin. Und am Anfang hat man halt gedacht, Marie, was ist denn das? Also man muss da immer vorsichtig sein. Und Soundtrack meines Lebens ist das Bluesiana. Das ist schön. Das ist das Bluesiana, das ist der Soundtrack meines Lebens. Und das sind so viele, wenn ich jetzt schaue da oben zum Richie Kotzen und da fällt mir auch ein Lied ein, I'm doing what the devil tells me to do, glaube ich, heißt der Song von Richie Kotzen. Zumindest eine Textzeile heißt so. Das gefällt mir. Toll. Mr. Big, natürlich gefallen mir diese Lieder, die von den Musikern, die ich kenne, wenn ich höre To Be With You, da geht mir das Herz auf. Und wenn ich den Steven Tyler singen höre, Aerosmith, da schalte ich echt laut daheim und dann singe ich mit und von mir aus tanze ich mit, es gefällt mir einfach. Und dann denke ich mir immer, boah, den kennst du. Und nicht nur, weil man ihn kennt, aber man kriegt dann ganz eine andere Beziehung dazu. Gibt es einen Lieblingsfilm von dir? Ist vielleicht ein Musikfilm dann, oder? Ja, witziger. Wenn mich jemand fragt nach Liebling, das kann ich gar nie richtig beantworten. Aber vielleicht gibt es, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist ein witziger Musikfilm, der das ganz genau beschreibt, wie das Rock'n'Roll-Business abläuft. Aber wie heißt denn der Film? Den weiß ich jetzt nicht. Okay. Aber es war schon ein Musikfilm. Es war ein Musikfilm, aber da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Das ist so ein witziger Film, so ein Persiflage auf das Ganze. Gell? Und da denke ich mir, es ist genau so. Ich meine, jetzt ist schon wieder ein bisschen anders, es hat sich ja verändert. Diese Rockstars, das in dem Sinn gibt es ja nicht mehr. Ja, leider. Musik hat sich generell durch das Streaming-Zeitalter sehr geändert. Gell? Ja, leider. Und jetzt der regionale Genusstipp der Woche. Landgasthaus Falle in Lind Obfelden ist ein gut bürgerliches Landgasthaus, das für Gemütlichkeit und familiäre Gastlichkeit steht. Von traditioneller Wirtshausküche bis hin zu ausgefallenen Themenmonaten. Eine Besonderheit sind die steirischen Backhändel, die weit unbekannt sind. Lassen Sie sich von den kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Dort treffen Steiermark und Kärnten zusammen. Maria Falle, gebürtige Feldbacherin, hat das original steirische Händelrezept mit nach Kärnten gebracht. Deshalb wird man dort auch von der Geflügelfirma Tietz aus der Steiermark beliefert. Aus der hauseigenen Backstube werden täglich köstliche Mehlspeisen aus traditionellen Rezepten gezaubert. Die Lindner Cremeschnitte ist ein besonderer Geheimtipp des Hauses. Der Genussladen im Haus bietet regionale Produkte, steirische Backhändel, Mehlspeisen und vieles mehr an. Guten Appetit! Mit was kann man dir denn eine besondere Freude machen? Mit einem Besuch im Bluesiana bei den Konzerten. Und es ist alles nur Bluesiana, es ist schlimm, aber es ist dein Leben. So. Es ist einfach dein Lebenswerk. Und mit was kann man dich am meisten ärgern? Ich lasse mich nicht mehr so ärgern. Früher war das schon eher so. Früher war es so, wenn einer was kritisiert hat und gesagt hat, ja du oder so. Also, in Pfölden gibt es ja genug Leute, die sagen, naja, die da unten und die spinnen alle, die haben ja keine Ahnung. Aber mittlerweile sage ich, ja, das ist halt meins. Und ich weiß, wie das anerkannt wird. Und ich weiß, welchen Wert das hat. Du hast ja vorher gesagt, du ruhst in dir, du stehst da nämlich drüber, also wahrscheinlich. Ich stehe da jetzt drüber, weil jetzt habe ich da schon so lange gemacht. Ja, super. Das ist was Besonderes. Ich weiß wenigstens, für was ich gelebt habe auch. Gell?
Und das Schönste ist da an dem Plusiana die Freude. Es ist tatsächlich die Freude. Es kommen die Menschen da runter, weil sie Musik hören wollen, bestimmte Künstler sehen wollen und haben Freude. Die freuen sich, dass sie den da in so einer Wohnzimmeratmosphäre persönlich kennenlernen dürfen, wo sie Möglichkeit haben, dass er ihnen sogar, jetzt hat mir eben genau der einer geschrieben, der jetzt kommen will, von dem ich gestern gesagt habe, erst kurz gepostet und die Leute mir schon schreiben, ob er da wohl seine Gitarre mitnehmen kann, dass er die signiert. Also wenn ich das sehe, dass die das bringen und der Künstler unterschreibt das und was, wie die Leute strahlen. Der Künstler strahlt, die Leute strahlen und die Judo. Und du bist strahlt. Für das Ganze zuständig. Also, ja, ich strahle dann. Du und dann strahlst gehen, mit. Und dann gehen die Leute aus, weil es Freude ist. Die Leute gehen oft bei der Tür aus und sagen zu mir, danke, ich danke Ihnen. Und dann sage ich, ja, mir brauchen Sie es nicht. Habe ich immer gesagt, mir brauchen Sie es nicht danken. Das war der Künstler und so. Nein, weil Sie das gemacht haben. Mittlerweile sehe ich das auch so. Du weil kannst stolz auf hab. Das sein, was du ja, magst. Ja, ich liebe das. Julie unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Jetzt habe ich für dich einen kleinen Kärnten-Fragebogen, Gudrun. Ja, bitte. Wo ist denn einer deiner Wohlfühloasen in Kärnten? Richtung Forstseeaufer. Da gibt es eine Stelle, wo ich gern dort bin und da gibt es einen Stein, das ist ganz witzig, den Stein, den greife ich dann immer an und schaue oben auf den Wörthersee. Und das ist so wie auch so Energie. Ich spüre in dem Stein Energie. So, das ist meine Wohlfühl-Oase. Ich gehe aber jetzt seltener auf. Und ja, der See. Es ist der See. Ich brauche kein Meer und ich brauche das nicht. Und ich muss nicht dorthin fliegen und dahin fliegen. Ich brauche das nicht. Das ist so schön für mich da. Gibt es in Velden einen Lieblingsplatz von dir noch? Irgendwo, was du auch gern bist, außer hier bei dir in Plusiana? In Velden. Oder in der Gegend? Schwierig. Außer bei Freunden. Also bei Freunden jetzt so. Wahrscheinlich der Platz, wo du baden gehst, einfach, gell? Ja, das ist es. Wobei der Platz selber, ich gehe lieber, es ist der See, ja, und der Platz. Aber in Fällen selber, Lieblingsplatzl, schwierig. Kann man nicht so sagen. Dort, wo die Familie ist, da gehe ich ganz gern hin. Das sind so meine Lieblingsplatzl. Aber im Ort drinnen, da vermisse ich ein bisschen das, mittlerweile ein bisschen das Heimelige. Ich weiß nicht, das vermisse ich. Ja. Das ist nicht mehr so. Aber man wird halt älter und die anderen wollen es halt anders haben. Man muss halt so auch sehen, gell? Aber keine Ahnung. Wohin so. In Kärnten wirst du vielleicht einmal demnächst oder irgendwann auch einmal einen Ausflug machen? Hast du irgendwas ins Auge gefasst? Was mir jetzt gestern aufgefallen ist, es geht ja um diese neun Länder, neun Schätze. Und da haben sie gestern vorgestellt, Olm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt, in Oberkärnten. Kleine Google-Recherche. Es handelt es sich um die Emberger Alm im Drautal. Das soll so toll sein, wo man Sternl schauen kann. Und das war so besonders vorgestellt, da habe ich mir gedacht, mein Gott, das ist so eine Ruhe und so schön. Und dann stelle ich mir immer vor, da möchte ich hin. Und da möchte ich dann auch immer irgendwelche Musiker mitnehmen, weil die sind immer begeistert, wenn ich sie irgendwo hin mitnehme. Und da bin ich schon gewesen, weiß ich nicht, von Hoch-Osterwitz bis Großglockner auf, also die Hochalpenstraßen auf, bis zum Stausee oder so. Ja, das, aber jetzt fällt mir nicht ein, wie das geheißen hat. Da habe ich mir gedacht, da möchte ich gerne einmal hin. Weil dort tun sie viel so Paragliden und ich meine, das tue ich nicht, aber das ist eben so ein berühmter Alm, wo so, die so weit weg ist von der Lichtverschmutzung, dass man da so schön die Sterne sehen kann. Und das erinnert mich jetzt zum Beispiel an einen Künstler, der aus Los Angeles gekommen ist, gebürtiger Kanadier. Der war da einmal und dann habe ich sie heim eingeladen zu mir auf dem Bauernhof und habe gesagt, habe ich sie dann gekocht, typisch halt, und denen hat das so getaugt. Und dann haben die im Fall natürlich im Hotel gewohnt und dann bin ich zu Fuß mit ihnen die Abkürzung gegangen. Und dann ist der immer so gegangen und hat immer so aufgeschaut in die Höhe und hat immer so, so schön und so, ist das schön. Dann habe ich zu ihm gesagt, du kommst mir vor, als wenn du noch nie Sterne gesehen hast. Es war eine klare Sternennacht. Es war kalt, es war im Oktober. Tagsüber war es sehr schön und am Abend war es schon kalt und das war so eine klare Sternennacht. Dann hat er gesagt, na, so sehe ich die Sterne nicht, weil da ist mir das erst gekommen mit der Lichtverschmutzung. Das haben vorher überhaupt nie drüber nachgedacht. Er hat gesagt, es ist so eine Lichtverschmutzung bei uns, dass man das so nie sehen kann. Und das ist mir eben gestern aufgenommen. Da möchte ich hin, dort auf die Alm. Gehst du selber gern essen? Gibt es ein Lokal, wo du besonders gern hingehst hier in Kärnten?
Ja, ich gehe gerne essen. Ich esse gern und ich koche auch gerne und ich gehe immer unterschiedlich essen. Also ist nicht ein Lokal jetzt? Es ist nicht ein Lokal, wo ich da und hingehe, aber ich gehe immer wieder einmal hin. Das letzte Mal, wo ich jetzt essen war mit einem Künstler zweimal, das war beim Goritschnik, weil es halt im Zentrum ist und viele wollen da nicht wohin fahren, die wollen Fällen, die lieben Fällen und dann gehe ich ja dann immer, wo soll ich denn allein hin essen gehen? Ich bin ja alleine. Also gehe ich lieber mit meinen Freunden und die sagen, das sind eben dann die Musiker und die sagen dann, na, bleib mal im Ort. Und dann wollte ich eigentlich zuerst woanders hin, hat mir auch nicht gesagt, na, das ist da heuer nicht so gut, geh mal zum Goritschnik. Dann haben wir gedacht, ja, geh halt zum Goritschnik, mir ist wurscht. Und ja, das hat gepasst. Das bin ja auch schon oft gewesen mit den Musikern. Und ich bin zum Beispiel mit dem Johnny Logan, der wollte das zweite Mal auch auf, jetzt haben wir zweimal beim Sterber gewesen, beim Händelessen. Und in der Alten Post in Völden waren wir, also mit den verschiedensten Künstlern, ja, rundherum eigentlich. Und auch in der letzten Zeit manchmal im Rocket Rooms, weil die so einen super Burger dort haben. Also wenn ich jetzt Namen nennen soll, dann sage ich das halt. Das ist mir so in der letzten Zeit so ein bisschen aufgefallen. Wenn du von einer Auslandsreise mal wieder nach Kärnten zurückkommst, auf was freust du dich denn am allermeisten dann wieder? Meistens bin ich traurig, dass ich wieder zurück bin. Ehrlich jetzt. Bist du nach wie vor noch ein Globetrotter? Ja, oder? Ich bin immer denke, mein Gott, nein. Aber vielleicht würde ich mich am meisten freuen, ich freue mich immer auf meine Haustiere. Also jetzt habe ich nur mehr eine Katze, eine Riesenkatze, einen Maine Coon, aber früher habe ich mehrere Katzen gehabt. Und auf das vielleicht. Und vielleicht auch aufs eigene Bett, so wie viele sagen. Ja. Irgendwie, das ist ja trotzdem auch schön, dann daheim zu sein und dann diese Ruhe, weil dann ist ja auch wieder die Ruhe da. Gell? Aber sonst, so in Kärnten, wenn ich zum Beispiel, einmal bin ich gekommen, erst vor kurzem, vor Corona, seit Corona bin ich ja gar nirgends mehr weiter weg, bin ich, was weiß ich, von Finnland, also wenn ich wohin fliege, ist es immer nur, es geht immer nur um die Musik. Es ist so. Und dann bin ich von Finnland gekommen und gedacht, was tue ich da? Dann bin ich zum Pyramidenkugel. Und da ist mir so schwindelig geworden, weil das war so ein Sturm und da oben habe ich mir gar nicht getraut, direkt schauen, wie das ist. So. Und bin ein bisschen oben gewesen, wieder weg. Also so, um sich wieder irgendwie einzufangen. Und ja, eigentlich bin ja gern weg. Von welchen Kärnten-Highlights sollte ich einmal bei einer meiner nächsten Podcast-Folgen berichten? Was ist für die noch ein echtes Kärnten-Highlight? Weiß ich nicht, was ich jetzt das erste Mal gemacht habe, auch mit einem Musiker, der mich dazu überredet hat. Und das war für mich ein Höhenflug sondergleichen. Und so bin ich kite geflogen da am See. Gell? Ich meine, ich habe mir gedacht, zuerst habe ich gedacht, boah, aber das war ein Highlight mit dem Fallschirm da und der ist extra weit mit uns gefahren, bis nach Börtscharobe und rundherum. Dann ist wohl der Wind gekommen, hat er müssen schauen, dass er zurückkommt. Aber das war für mich ein Highlight. Den See von so zu sehen, oft habe ich mir gedacht, was tun denn die da oben, dass sie da oben, da hängen sie oben wie ein Sack. Wahrscheinlich so wie ich, gell? Und tun dann so runter. Aber dieser Blick, die Boote nach unten, dieser Mini, und du siehst den ganzen See und alles, das ist ein Traum gewesen für mich. Das war echt schön und ich werde es wieder machen. Keine Höhenangst umgehabt? Nein, nichts. Ich habe mir gedacht, ich habe zu dem Musiker gesagt, mit dir mache ich das. Allein habe ich das noch nie gemacht, weil mit dir mache ich das. Ja, super. Und habe das gemacht und gut, der war das gewohnt, der ist drüben in Amerika, der hat gesagt, dort und da, und die haben ja ganz andere solche Sachen. Aber wir sind ja trotzdem mini, mini, mini da für alles, was auch sehr schön ist, gell, weil ich mag Amerika, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich meine Freunde dort habe. Mhm. Aber sonst, das ist zum Beispiel etwas, war mal das Wahnsinn, das, den See von oben zu sehen. Den See von oben zu sehen. Toll. Nämlich wirklich von, nicht jetzt ganz, ganz oben, wo, keine Ahnung. Ich erinnere mich, da war einmal die, irgendeine Weltmeisterschaft, was war denn das? War das die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft? Beachvolleyball war ja öfters, aber es war einmal eine Weltmeisterschaft. Das muss so in den Jahren, in den 90er Jahren gewesen sein. Vielleicht auch schon 2000, das weiß ich nicht, aber so in der Zeit. Und da ist einmal wirklich ein Flugzeug, nicht irgendein kleiner Flieger, der ist ganz knapp über den See eine Runde geflogen, also eine Ehrenrunde. Mhm. Und das war angeblich deswegen wegen der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft. Ja, das habe ich aber auch gesehen. Und da habe ich mir gedacht,
Boah. Da war ich gerade in Pörtschach beim Baden, da ist der wirklich ganz knapp über den See geflogen. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein Erlebnis, weil manchmal, das habe ich auch schon erlebt, dass ich einmal geflogen bin, so irgendwo hingeflogen bin oder zurückgekommen bin und da hat der Kapitän einen eigenen, so ein bisschen einen Ausschweifer gemacht, damit man den See sieht. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch dürfen, aber damals haben sie es gemacht und da habe ich mir auch gedacht, das ist auch was Tolles. Also die haben den See sicher toll gesehen von oben. Ja. Ja, aber nur, das war ja eine Riesenmaschine. Also vielleicht den See noch einmal von oben. Okay. Von oben. Alles von oben zu sehen, dann sieht man alles anders. Gut, und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich beginne jetzt einen Satz und du bist so nett und vervollständigst ihn bitte. Heute Abend werde ich mir jetzt Musik anhören und einige Kontakte anschreiben. Zum Frühstück brauche ich unbedingt Haferflocken. Und Obst, Haferflocken und Obst. Ein Apfel, ich brauche immer noch ein Stickel, ein Apfel oder weiß ich nicht, irgendwas. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war? Boah, es ist schon eine Weile her, gebe ich ehrlich zu. Hat auch mit Musik zu tun. Wie soll es auch anders sein? Ja, und ich habe mir das wirklich vom Honeyboy Edwards durchgelesen, weil das hat er mir schon vor Jahren geschenkt. Und ich habe das immer mit seiner Unterschrift und mit allen gehabt und ich habe dann ein bisschen umgerahmt. Lest du nur richtige Bücher oder eher E-Books? Nur Bücher. Das stimmt ja gar nicht. Also von Honeyboy Edwards habe ich gelesen, aber das, was ich jetzt lese, ist die Wolfsfrau. Und es geht halt um die Kraft der Frauen. Hexen. Musik höre ich am liebsten beim? Ja, wie ich schon gesagt habe, in Ruhe, ganz bestimmt. Ich höre Musik, wobei ich Musik auch höre, natürlich. Das Erste ist auch immer, wenn ich ins Badezimmer gehe, das Radio einschalten. Wenn ich in die Küche gehe, das Radio einschalten. Weil das ist so, da höre ich dann Ö3 oder auch Radio Kärnten. Je nachdem halt, wenn es ein bisschen mehr rauscht, dann tue ich wieder umschalten und so. Aber da höre ich mir das, weil dann wegen der Nachrichten und dann auch ein bisschen Information und dann eben, wo ich dann so die Musik höre und wo ich mir sage, ma, den kenne ich. Außer in Kärnten bin ich auch gern in? In Italien. Wenn ich für einen Tag lang mit einer Zeitmaschine verreisen könnte, dann würde ich? Ich würde trotzdem nicht weit zurück. Ich würde so in die 60er Jahre, 70er Jahre reisen. Vielleicht hast du Mick Jagger persönlich kennengelernt. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber das war so, weil das so mein Ding ist irgendwo. Der Spirit, den habe ich von dem. Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann? Lese ich. Was ich in meinem Leben noch gerne mal machen würde, wäre? Was ich in meinem Leben noch gerne machen würde, ist eine Amerika-Reise wieder. Und zwar, ich würde gerne fahren nach Texas Rundreise und alle, die mir gesagt haben, komm, dass ich die endlich einmal alle wieder besuchen kann. Und da sind ganz tolle Sachen drunter, also ganz tolle Personen drunter und ich weiß, dass mir die da alle das nicht machen. Also Texas, in erster Linie jetzt einmal Texas und dann wieder Los Angeles, weil ich dort immer auch so viel kenne. Umkreis Los Angeles, also das ist dann auch in Orange County oder irgendwie nicht direkt in der Stadt Los Angeles. Was trifft auf dich eher zu? Bitte nur eine Antwort. Bier oder Champagner? Bier. Bauch oder Kopfmensch? Bauch. Musik streamen oder Radio hören? Radio hören oder sonst meine eigenen Sachen einlegen. Bin nicht so. Ich habe zwar dieses Dix und so, das ist auch angenehm und läuft und das ist auch schön. Dann lege ich mich aufs Bett und tue mir das alles an. Sommer oder Winterurlaub? Sommer. Komödie oder Krimi? Ich mag schon Krimi. Kochrezept oder Horoskop? Kochrezept. Zeitung lesen oder im Internet surfen? Im Internet surfen. In den sozialen Medien bin ich? Ja. Hund oder Katze? Katze. Und deine letzte Antwort? Kärnten ist für mich? Wunderschön. Ich sag dir, das ist lieblich, schön. Es ist wirklich so. Ich weiß das auch, weil mir die Leute sagen. Ich hätte jetzt fast als erstes gesagt, meine Heimat. Aber da bin ich jetzt auch schon ein bisschen abgekommen, dass Kärnten wirklich meine Heimat ist. Weil meine Heimat habe ich so bei mir drinnen. Aber Kärnten ist echt schön. Und vor allem, was es ausmacht, ist diese Lieblichkeit in der Landschaft. Und mal bitte, hoffentlich wird es auch so bleiben. Und es ist noch was Besonderes an Kärnten. Es gibt dort das Bluesiana Rock Café. Es gibt das Bluesiana Rock Café und das ist wirklich besonders. Und ich sage dir wirklich, dass viele deswegen daherkommen. Wir schreiben Künstler, sie möchten wieder endlich an den See, weil der See so schön ist. Sie träumen vom See. Ich kann das alles belegen, weil ich habe da die E-Mails. Sie träumen vom See und so, weil ihnen das, die sind ganz begeistert.
Vor allem, die Amis sind das ja nicht so gewohnt, in den See schwimmen zu gehen. Ja, also gehen sie nicht wirklich so. Und dann fragen sie immer, wie tief ist denn der See? Dann sage ich immer, bis zu 90 Meter tue ich immer ein bisschen. Dann sage ich immer, nein, du kannst da so schön reinspazieren. Und dann gehen sie auch schwimmen. Die Italiener tun sich übrigens auch schwer mit Schwimmen gehen im See. Gell? Ja, ja. Und sind sie auch nicht so gewohnt. Nein, und dann lieben sie das und sagen immer, ist das schön gewesen, herrlich und nichts. Und heuer habe ich auch so einen Ausflug gemacht mit einem, mit dem Motorboot, der war total begeistert. Liebe Gudrun, es war super bereichernd, ein tolles Gespräch, es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich würde gerne noch Stunden mit dir ratschen, weil ich weiß, wir würden noch so viele Geschichten von dir erfahren, weil du sprühst ja gerade vor, also deine Leidenschaft, die hört man in jedem Atemzug bei dir. Und ich glaube, wir müssen da mal einen zweiten oder einen dritten Teil später machen, weil die ganzen Geschichten interessieren mich alle. Auf alle Fälle, das wird eh schon ein XXL-Podcast. Danke für das tolle Gespräch und dir noch viel Freude mit deiner Musik hier im Blues Jena, dass du noch tolle Konzerte die nächsten Jahrzehnte machen wirst und weiterhin immer Gutes durchhalten und bleib genauso, wie du bist. Servus. Ja, danke, ich bedanke mich auf alle Fälle. Julie unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Ja, holy moly, das war ein XXL-Podcast. Aber da konnte ich nicht aufhören, der Gudrun zuzuhören. Über die ganzen Geschichten von Blues Jena, von den großartigen Musikern. Wie gesagt, ich könnte ja stundenlang zuhören. Und ich hoffe, euch ging's ebenso. Und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Danke fürs Durchhalten. Noch ein kleiner Tipp. Es gibt zu dieser Podcast-Episode auch die passende YouTube-Dia-Show. Das heißt, ihr könnt euch auch Fotos zu dieser Episode ansehen. Ja, gleich unten bei den Kommentaren findet ihr den Link oder auf meiner Website julie-paul.com. Einfach bei der Episode Blues Jena Rock Café Velden am Wörthersee. Einfach den Button Dia-Show drücken oder auf YouTube den Namen eingeben. So, jetzt fasse ich mich aber kurz. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und zum Abschluss gibt's noch als kleine Draufgabe noch einen Song von mir. Wie immer, die Stammhörer wissen es, dass es am Ende immer einen Song von mir gibt. Ja, heute natürlich ein Blues. Wie könnte es auch anders sein? Und der Song heißt Hüttenblues. Musik und Text, meine Wenigkeit. Ja, die Gudrun geht ja auch gelegentlich gerne in die Berge und schaut Sterndeln. So, viel Spaß. In diesem Sinne, passt auf euch auf, lasst euch den Himmel nicht auf den Kopf fallen und bis in baldiger Bälde. Servus, euer Julie Paul. Egal was ich mach, was ich tu, es passt überhaupt nix. Dieser Tag ist nicht mein Tag bisher. Und ich spür, ja ich spür's. Es ist besser, ich lass heut alles liegen und stehen. Ich glaub, ich muss auf den Berg rauf. Ich hab einen Hüttenblues. Denn wenn ich da so auflauf, dann ist mit dem Meer ganz Schluss. Wenn ich am Gipfel umsteh und dir fein schnauf, dann denk ich an euch und schick euch einen Gruß, yeah. Am besten ihr kommt's gleich alle mit auf die Gerle zu. Seht euch die Schuhe an. Ganz einfach rausschwitzen und irgendwo bei einer Hütte rumsitzen. Dieser Tag, dieser Tag.
plötzlich wieder my dog. Oh yeah. Und was juckt mich? Was juckt mich? Und dann noch irgend so ein saublödes Problem. Auf dem Berg nach, ich hab am Hüttenblut. Denn wenn ich da so auflauf, dann ist mit dem Berg ein Schluss. Hubert, spui uns rein! Auf dem Berg nach, ich hab einen Hüttenblut. Denn wenn ich in der Hütte dann reinlauf, dann denk ich auch noch, und schick eigen Gloss. Auf dem Berg nach. Dieser Podcast wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung von Region Wörthersee Rosenthal, Globo Lighting, Genussland Kärnten, den Kärntner Raiffeisenbanken und KELAG.